Mit dem GPD Pocket fing alles an im Februar 2017, als die chinesische Firma GPD, das steht für Gamepad Digital, eine Crowdfunding-Aktion auf Indiegogo gestartet hat. Ziel war es, einen Mini-Laptop herzustellen, der in jede Hosentasche passt. Noch dazu sollte er auch gut mit Linux-Betriebssystemen funktionieren. Bereits nach 24 Stunden waren über 700.000 Dollar von dem ursprünglichen Ziel von 200.000 Dollar zusammengekommen und die Kampagne endete mit einer Summe von über 3,5 Millionen Dollar. Meine Aufmerksamkeit hat das GPD Pocket allerdings erst so richtig erregt, als wir, damals noch für UbuntuFun.de, den Michael Rotzek vom Pyra-Projekt interviewt haben und auf dem Dragonbox-Stand auch das GPD Pocket ausgestellt war. Ich hatte das Gerät ungefähr 5 Minuten in der Hand und da wusste ich, das will ich haben. 2 Tage und knapp 500 Euro später war es dann da. Das GPD Pocket kommt in der für GPD-Produkte typischen schwarzen Box. Mit der Box bekommt man, wie ich überrascht feststellen durfte, einen Windows 10 Home Key. Ich hatte wohl bei der Bestellung nicht darauf geachtet und hatte gedacht, ich hätte die Ubuntu-Version bestellt. Dann ist ein Netzteil mit USB-C-Anschluss dabei, allerdings mit UK-Stecker. Das nette Team vom Dragonbox Shop hat aber freundlicherweise noch einen EU-Adapter mit dazugelegt. Mit dabei ist noch ein USB-C auf USB-C-Kabel, Klopapier und natürlich Daddy-Das GPD Pocket. Ich glaube, wir bleiben hier mal bei das. Als erstes fiel mir der blaue Trackpoint auf, der auf den Bildern auf Indiegogo noch im schönen bekannten Rot geleuchtet hatte. Anscheinend hat man vor der Herstellung doch nochmal gesucht und das Patent von Lenovo entdeckt. Ich habe mir natürlich sofort einen roten Trackpoint bestellt, der auch perfekt passte. Bleiben wir bei der Hardware. Im GPD Pocket verbaut ist ein 7 Zoll IPS Multitouch Display aus Corning Gorilla Glass 3 mit einer Auflösung von 1920x1200 Pixeln. Die CPU ist eine Intel Atom X7 Z8750 Quad-Core mit 1,6 GHz, die im Burst-Modus auf bis zu 2,56 GHz taktet, für die ist auch der verbaute Lüfter. Nvidia Graphics hat das Gerät leider nicht, verbaut ist eine Intel HD Graphics 405, die auf bis zu 600 MHz hochkommt. Dann gibt's noch einen stinknormalen Realtek Onboard Audio Chip für die Stereo-Lautsprecher und das Mikrofon, mehr dazu später. 8 GB RAM. Als Hauptspeicher gibt es einen 128 GB eMMC-Chip. Einen 7000 mAh Akku, der laut Beschreibung für bis zu 12 Stunden ausreichen soll, Dualband WLAN und Bluetooth 4.1 und all das zusammen wiegt knapp 480 Gramm. Kommen wir zu den Anschlüssen. Es gibt einen USB-C 3.0 Port, Micro-HDMI, einen 3,5 mm Klinkeanschluss und einen USB Typ A 3.0 Port. Wie schlägt sich das GPD Pocket so im Alltagseinsatz? Ich hatte das Gerät für mehrere Monate fast täglich im Einsatz. Ich hatte es im Büro, auf Events und im Urlaub dabei. Fangen wir mit der Tastatur an. An das US International Tastenlayout muss man sich erstmal gewöhnen. Das hat bei mir nur einige Tage gedauert und dann konnte ich auf der Tastatur auch blind tippen. Auf Bildern hat mich die geteilte Leertaste am meisten abgeschreckt, was aber in der Praxis für keine Probleme gesorgt hat. Dadurch, dass das Gerät so handlich ist, kann man, wenn man das Gerät in beiden Händen hält, bequem mit beiden Daumen alle Tasten erreichen. Ein paar Tasten wie Tab, Backspace sind etwas komisch platziert, was dazu führt, dass man manchmal versehentlich auf die falschen Tasten kommt. Ich habe sehr viel mit der Tastatur getippt und auch einige Blogposts damit geschrieben. Das einzige Problem, was ich hatte, war, dass auf dem US-Layout natürlich keine Umlaute vorhanden sind. Geladen wird das Gerät übrigens über den USB-Typ-C-Port. Das hat den Vorteil, dass man unterwegs auch einfach eine Powerbank anschließen kann. Die in der Produktbeschreibung genannten 12 Stunden Akkulaufzeit stimmen tatsächlich. Die Standby-Zeit liegt bei mir deutlich über 12 Stunden und je nach Workload und Betriebssystem kann man das Gerät auch bequem über einen Arbeitstag hinaus nutzen. Selbst unterwegs habe ich den Akku nie in unter 6 Stunden leer bekommen. Bleiben wir beim USB-C-Port. Man kann die üblichen USB-C-Docks nutzen, Ethernet, USB, Strom und so weiter ist kein Problem. Man kann allerdings per USB-C kein Display anschließen. Dafür ist der Micro-HDMI-Port zuständig. Wie bereits erwähnt, hat das GPD Pocket keine Nvidia-GPU, sondern nur Intel Onboard Graphics. Wie zu erwarten, kann man nichts Anspruchsvolles damit spielen. Stardew Valley läuft gerade noch so, aber mehr sollte man echt nicht erwarten. Ich habe auf meinem Gerät sehr oft das Betriebssystem neu installiert, bis ich mein optimales Setup mit Windows 10 und Ubuntu gefunden habe. Man sollte beachten, das offizielle Ubuntu ISO, das GPD bereitstellt, ist schlichtweg unbrauchbar. Die Bildschirmauflösung, Features wie 5 GHz WLAN, Standby oder Akkuoptimierung sind alles andere als optimal. Selbst ein Vanilla Ubuntu lief besser ohne irgendwelche besonderen Optimierungen. Wenn ihr das Gerät mit Ubuntu benutzen möchtet, empfehle ich euch sehr, eins der Ubuntu ISOs von Nexus 511 zu verwenden.
Er hat die Auflösung und gerätespezifische Kernel-Module und so weiter in sein ISO integriert und allgemein sehr viel an Ubuntu speziell für das GPD Pocket optimiert. Den Code dazu findet man auf GitHub und er hat auch seine Optimierung in ein Repo gepackt, damit kann man es auch auf anderen Distros verwenden, wenn man nicht neu installieren möchte. An dieser Stelle auch vielen Dank an dich, Falk, für deine Arbeit. Ich wünschte, die meisten Linux-Laptop-Händler würden ihre Spezialdistros so sehr optimieren wie du. Perfekt wurde die Nutzungserfahrung für mich durch einen Eintrag im Arch-Wiki, der es mir ermöglicht hat, die rechte Maustaste als Scrolltaste zu verwenden. Neben dem Arch-Wiki kann ich tatsächlich auch noch das GPD Pocket Subreddit empfehlen. Dort findet ihr viele Posts von GPD Pocket-Usern, die dort ihre Erfahrungen und Tipps und Tricks teilen. Ich hatte ja noch was von Dual Boot gesagt. Ihr könnt einfach ein Windows 10 ISO draufschmeißen und installieren. Auf der GPD Homepage gibt es alle nötigen Treiber mit einem praktischen Skript zum Installieren. Windows 10 ist auf dem GPD Pocket tatsächlich sehr angenehm zu benutzen. Das Interface ist so optimiert, dass man tatsächlich auch auf dem 7 Zoll kleinen Display angenehm arbeiten kann. Und auch so Windows 10 Features wie Wireless Display funktionieren gut und ich habe einige Präsentationen mit dem GPD Pocket gehalten. Auf Events war das Gerät natürlich der Hingucker und jeder wollte mal damit rumspielen. Falls ihr das GPD Pocket im Büro dabei habt, könnt ihr euch auch auf so intelligente Bemerkungen einstellen wie: Ist dein MacBook eingelaufen? Ich habe das GPD Pocket öfters als mobiles Büro genutzt, indem ich mein iPad als zweiten Monitor verwendet habe. Kommen wir zu den Punkten, die mir am GPD Pocket nicht so gut gefallen haben. Die Ubuntu-Version von Nexus 511 ist zwar gut optimiert, aber genau wie jede andere Distro, die ich ausprobiert habe, hatte ich immer wieder das Problem, dass die meisten Anwendungen auf einer Full-HD-Auflösung auf einem 7 Zoll kleinen Display einfach nicht gut skalieren. Jedenfalls finde ich, dass ein angenehmes Arbeiten auf dem kleinen Display unter Linux so nicht möglich ist. Sowohl unter Windows als auch unter Ubuntu hatte ich Audioprobleme. Audioausgabe über HDMI hat nicht immer funktioniert, die Stereo-Lautsprecher haben je nach Kernel nur als Mono-Lautsprecher fungiert und das interne Mikrofon hatte entweder ein Echo vom Systemsound oder hat auch einfach mal gar nicht funktioniert. In Brüssel habe ich es gerade noch so geschafft, mit einigen Adaptern ein Mikrofon anzuschließen, um so den Podcast aufnehmen zu können. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zum Nerdsum Podcast Folge 10. Wir haben heute den 3. Februar 2018 und mit dabei der Max. Hallo. Und der Marius. Hallo. Eins gleich organisatorisch vorweg, weswegen ich heute nicht ganz so gut klinge wie der Max. Der könnte zum Beispiel damit zu tun haben, dass ich mit meinem mobilen Aufnahmeequipment unterwegs bin. Ich bin nämlich gerade in Brüssel wegen der FOSDEM und nehme und habe exklusiv nur meinen GPD Pocket mit dabei und habe jetzt hier einen mit zig Adaptern, Kabeln und anderen Sachen zusammengesteckte Aufnahmelösung gefunden und ich hoffe, dass die diese Aufnahme überlebt. Ich bin gespannt. Deswegen heute nicht so in ganz gewohnter Qualität. Nichtsdestotrotz haben wir viele interessante Themen heute mit dabei und eine beleuchtete Tastatur ist auch etwas, was ich zu schätzen gelernt habe und was hier leider fehlt. Das alles wünsche ich mir für das GPD Pocket 2. So, da ich es jetzt auch hier in Brüssel wieder nicht geschafft habe, irgendwas anderes außer B-Roll-Material aufzunehmen, habe ich beschlossen, wenigstens mein Outro hier noch aufzunehmen. Wie beschrieben, Version 2 vom GPD Pocket, wenn die so kommt, wie ich es mir vorstelle, hätte ich sehr gerne, würde ich auch gerne benutzen. Ansonsten ist die User Experience jetzt mit dem aktuellen Gerät nicht ganz so toll. Als Einzelgerät nicht zu verwenden, als Zusatzgerät und als kleines Add-on für den Laptop, den man sowieso mit hat, kann man es brauchen. Und bevor es hier laut wird, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!